Deutschland im Kalten Krieg. Wir leben in Frieden und dennoch ist die Gefahr so nah, dass weltweite Konflikte urplötzlich eskalieren können. Und Deutschland liegt mittendrin. Als geteiltes Land, das teils zum Westen und teils zum Osten gehört. Die Regierung ist für den Notfall gerüstet. Nicht weit von Bonn entfernt würde die Bundesregierung in Bad Neuenahr-Ahrweiler Unterschlupf finden. Doch auch die Landesregierung hat in Rheinland-Pfalz ihre geheime Notfallzentrale zu Zeiten des Kalten Krieges. Wie geheim war sie wirklich? Und wer wäre da untergekommen? Die normalen Bürger jedenfalls nicht. In Alzey befand sich der Bunker der Landesregierung hier drin, unter einer Schule. Alles sieht sehr friedlich aus. Was unter dem Gymnasium lagert, kann heute nur einmal im Jahr angeschaut werden. Alleine schon deshalb, weil der Bunker mittlerweile neu genutzt wird. Hunderte Akten der Stadt Alzey müssen für die Besichtigung weggebracht werden. Die lagern hier nämlich sonst unter dem Aufbaugymnasium. Der Bunker war für 30 Tage so eingerichtet, dass man im Ernstfall von hier aus die Krise managen konnte. Alzey ist nicht allzu weit weg vom Regierungssitz in Mainz, aber dennoch entfernt genug, dass ein Kriegsgegner den Ausweichsitz nicht gleich finden würde. Was wäre eigentlich der Ernstfall? Damals ging es vor allem um den Kalten Krieg, den Konflikt zwischen der westlichen und östlichen Welt, zwischen den USA und Russland, der mit dem Fall der Mauer in Berlin erstmal vorbei war. Wie wahrscheinlich war es, dass der Bunker einmal benötigt worden wäre? Naja, im Kalten Krieg hat man entsprechende Vorsorgeprogramme gehabt. Das heißt, keine deutsche Erfindung. Die NATO selber hat das damals vorgegeben, das Verfahren. Also alle 2 Jahre auch über Übung das Ganze erprobt. Und da hat eben auch die Landesregierung von Fall zu Fall teilgenommen. War dann hier so für 14 Tage maximal in der Anlage. Und dann hat man eben einen Katalog gehabt, dass man Gefahrenlagen, die man damals erwartet hat, durchgespielt hat. Ganz einfache Beispiele. Wenn das Verkehrsressort hier unten informiert wird, dass eine Bahnstrecke nicht mehr funktioniert, dann muss man sich darum kümmern, wie kann der Bahnbetrieb umgeleitet werden, Straßennetz das Gleiche. Das sind dann Aufgaben auch im Rahmen der Bevölkerungsversorgung, Nahrungsmittel, Evakuierung. Das spielte man dann hier als reine Theorie dann in dieser Anlage durch. Der Ausweichsitz hatte Platz für 200 Menschen aus allen Bereichen der Regierung, Verteidigung, Innenministerium, sogar Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. Jedes Ministerium hatte seinen Raum oder sagen wir sein Räumchen. Es waren oftmals weniger als 10 Quadratmeter. Rund 200 Leute hätten hier hineingepasst. Ich denke, das war relativ eng. Hatten die alle einen Schlafplatz? Nee, da hatte nicht jeder seinen eigenen Schlafplatz. Das ist Schichtschlafen, was in solchen Objekten nicht unüblich ist. Also wie auf dem U-Boot, wenn der eine arbeitet, dann ist ja sein Bett frei, dann kann der andere da drin schlafen und da wechselt man sich einfach ab. Bei 212 Leuten reichten dann rein rechnerisch in ca. 110 Betten aus und die sind genau hier so untergebracht gewesen. Die Bevölkerung hätte hier keinen Zutritt gehabt. Landesweit gibt es einzelne Bunker, die für 1% der Landesbevölkerung gereicht hätten. Mehr nicht. Ja, es hört sich heute sehr unhuman an. Da sitzt eine Landesregierung mit 200 Mann hier in dieser Anlage und draußen gibt es keinen Schutz für die Bevölkerung. Aber das sind eben auch Aufgaben gewesen, die man von hier durchgeführt hätte. Die Evakuierung, dass die Leute also aus diesen Kampfgebieten dann eben rausgebracht werden, wenn es schon nicht genug Schutzplätze gibt, dass wenigstens die Bevölkerung irgendwo anders in Sicherheit gebracht werden kann. Für einen Monat wären die 200 Menschen auf 1140 Quadratmetern auch mit Lebensmitteln versorgt gewesen. Gab es da nur Astronautennahrung oder musste regelmäßig frischer Nachschub gebracht werden? Unauffällig wie die ganze geheime Mission. Es gab hier einen Vorrat an Lebensmitteln über Konserven, was üblich ist, was man auch über einen längeren Zeitraum einrichten kann. Das wird natürlich auch gewälzt, also von Fall zu Fall dann auch erneuert. Da dieser Bunker auch keinen eigenen Tiefbrunnen hat, sondern einen Wasservorratsbehälter, musste auch da das Wasser regelmäßig ausgetauscht werden. Das sind eben die laufenden Unterhaltskosten, die dann anfallen, auch ein bisschen Aufwand, der dahinter steckt. Und das war auch der Grund, dass die Landesregierung natürlich erfreut war, als 1992 vom Innenministerium aus Bonn die Möglichkeit eingeräumt wurde, diese Objekte hier zu schließen. Heizung, Strom, alles musste hier verfügbar sein.
Die zu erwartende Verkehrslage an vielen Stellen im Land wurde notiert, um einen Plan B zu haben, wenn die üblichen Wege versperrt sind. Die Theater AG des Gymnasiums hat hier heute ihre Requisiten und Garderobe stehen. Dies sind keine Requisiten. Das wäre der Kontakt zur Außenwelt gewesen, damals auf aktuellem Stand der Technik. Verschiedene Kontakte konnten hier per Hand zusammengesteckt werden. Alternativ zu Treppen konnte zwischen den beiden Etagen direkt unter der Erde auch der Fahrstuhl benutzt werden, handgezogen. Die Türen von 1979 sind gasdicht. Eine Atombombe hätte aber die ganze Region nicht überlebt. Über dem Bunker befindet sich die Schulturnhalle. Konnte wirklich geheim gehalten werden, welche Bedeutung dieser Keller hatte? Ja, sowas lässt sich natürlich kaum geheim halten. Das fängt ja schon mit der Baumaßnahme an, wenn dann erzählt wird, hier wird eine Turnhalle gebaut und an dem Fundament arbeitet man länger als an der Turnhalle selber, ist das schon ja ein Widerspruch, der natürlich öffentlich auch auffällt. Und auch wenn hier Übungen durchgeführt wurden, hat man gesehen, hier sind Leute vor Ort, die auch als Wachkräfte um die Turnhalle drumherum marschieren. Also sowas lässt sich nur sehr, sehr kurzfristig geheim halten, das macht schnell die Runde. 1992 wurde der Bunker aufgelöst. Würde es auch schnell die Runde machen, wenn es einen neuen Bunker gäbe? Haben Landesregierung und Bundesregierung keinen Notfallplan, von wo aus sie das Land im Krisenfall regieren würden? Das weiß man recht genau. Das heißt, unser Zivilschutzprogramm mit allem, was dazugehört, ist 2008 vom Bundesamt aufgelöst worden. Seitdem haben wir da nichts mehr. Ist mittlerweile dann auch schon wieder so ein Thema, womit man sich in Berlin beschäftigt. Wir haben ein Konzept Zivilschutz von 2016. Da geht es um die Frage, wie können wir uns auf Gefahrenlagen besser vorbereiten. Das ist im Grunde heute eine Lücke, die wir haben im Sicherheitskonzept. Und aktuell wird daran gearbeitet, die wieder etwas besser zu schließen. Was dabei herauskommt, erfahren wir vielleicht erst, wenn neue Bunker zu alten Bunkern werden und nicht mehr im Einsatz sind. Hat das bevölkerungsreichste Land in der Mitte des Kontinents wirklich keine neuen Quartiere, die im Ernstfall atombombensicher sind? Kann es diese Sicherheit überhaupt geben? Gerüchte sagen, es gäbe ein Krisenquartier der Bundesregierung in Strausberg bei Berlin. In der Region ist der Boden aber sehr sandig. Es wäre schwer, hier unauffällig etwas unter die Erde zu bauen. Das Bundesministerium für Ernährung teilt mit, es gäbe rund 1 Million Tonnen Lebensmittel, die an über 150 geheimen Standorten im ganzen Bundesgebiet gelagert werden. Im Ernstfall soll die Geheimhaltung Plünderungen vermeiden. Außerdem gibt es in Deutschland rund 50 Untergrundspeicher für Erdgas, Wasserstoff und Erdöl. Die alten Bunker sind heute zu bekannt, um als Versteck zu dienen und wären modernen Waffen auch nicht mehr gewachsen. Bei einem neuen Krieg geht man aber eher davon aus, dass unsere Computer durch Hacker lahmgelegt werden. Hoffen wir auf den Frieden. Er war jahrzehntelang auch ein Verdienst der Europäischen Union.